Aber wir spielen jetzt ein... Das ist ein doofes, lustiges... Ich glaube, es ist ein lustiges Horror-Game. Die Gabi mir hat gesagt, es soll sehr gut sein. Also sagen viele, dass es sehr gut ist. Ich weiß nicht, worum es geht. Keine Ahnung. Es geht... Ich glaube, ich habe eine Tankstelle und ich bin irgendwie so... Ich habe keine Ahnung. Und im Anschluss spielen wir noch Mortuary Assistant. Ja, Mortuary Assistant. Neues Update bekommen. MC Rocky dabei. Die Xelane ist dabei. Der Joachim, die Feuerwehr. Danny Zippo-Zipp ist dabei. Also die Creme de la Creme ist heute halt eingeschaltet. Hier wirklich auch Jaron Maas, wenn sie noch da ist. Kuschelküken. Marie Tri, meine Süße, sowieso. Marie Tri auch dabei. Marie Tri auch. Marie, du kennst das Spiel Marie Tri? Geil. Das geht aber los! Oh! Jawohl! Aber da sind wir schon! Das mal den Start, SG, ich sag dir. Bumm. Hallo, Kuschelkissen, mein Schatz, wie geht's dir? I should take a look at the task list. The boss left me behind the counter. Okay, ich sollte nachschauen bei den Aufgaben, die mir mein Boss hinterm Counter genannt hat. Achso, ich bin in der Tankstelle. Ah, wieder so ein typischer Tag. Keiner da. Hallo? Eis. Wollt ihr kein Eis holen bei mir? Chat, wir haben Eis. Das dauert circa eine Stunde Putzzeit. Der Kevin, Ruhe. Ich habe hier Eis, auch Kekse, habe ich auch Waffeln. Aber keiner da bei mir. Oh, eine Maus. Ah, die ignorieren, Chat. Wir haben keine... Nein, das ist keine Maus. Nein. Achso, ja doch, wir haben eine Maus hier. Den Schudinator. Ja, ja, aber... Ups. Hier sind die Toiletten, wenn ihr hinwollen müsst. Na, auch okay. Was ist das für ein Balken? Ah! Was? Oh! Betritt das Badezimmer. Das Klo auch. Darf ich in die Eisruhe legen? Eissekunde, komm, leg dich rein. Eissekunde! So, Eissekunde, komm. Und jetzt halte ich dich auf und leg dich in die Truhe rein. So. Hast du Red Bull? Grill oder nein? Sollen wir nicht zuerst Morati Assistant? Du hast schon mal geschrieben, Litis. Ich weiß, du willst Morati Assistant spielen. Aber ich wollte das jetzt eine Stunde machen. Ja. Ich meine. Warte kurz. Ich kann euch entscheiden lassen, wie ihr wollt. Ich frage euch. Also schon. Kurz an euch. Also wir hätten jetzt das da, weil viele haben gesagt, das ist halt ein sehr lustiges Horror-Game, was ich unbedingt spielen soll. Ne? Und ich will es auch unbedingt. Also weil es ist ein gutes Spiel. Es ist jetzt gerade 8 Uhr. Das Ding ist, ich würde gerne das spielen. Und es gibt, weil Leute gesagt haben, bei Mortuary Assistant, die haben ein neues Update. Aber noch einmal, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß dieses Update ist. Ja? Also es ist im Prinzip wahrscheinlich dasselbe Spiel. Und es gibt viele neue Sachen. Also es gibt so einen neuen Körper und es gibt neue Haunting-Events. Wir können das auch spielen, wenn ihr lieber sagt, aber bei dem Spiel weiß ich nicht, wie schnell man die neuen Sachen sieht. Wir können das aber auch machen, Chat. Wir wollt's. Beiden geht circa 30 Minuten. Ja, also ich dachte auch, weil das dauert circa 30 Minuten, also 30 Minuten, 45 Minuten oder so, und dann hätte ich das noch gespielt. Also weißt du so, weil es ist jetzt gerade 8 Uhr und ich dachte mir, dann sind wir so um 9 Uhr, spielen wir dann Mortuary Assistant. Wir streamen ja heute immer, wir spielen immer bis 12 Uhr. Ne? Wir spielen ja, es ist ja jetzt gerade mal 8. Und dachte ich mir irgendwie gerade, dass man das jetzt so bis 9 und um 9 Uhr spielen wir. So, das war so. Ich glaube, es ist irgendwie von. Ah, irgendwie. Yoshi, danke für 10 Euro. Danke schön. Hast du auch 10 Minus Cookie Crisp? Yoshi, wir haben alles. Yoshi, kommen die. Yoshi, wir haben alles. Hier fragen sie die und hinter, die kommt immer zu uns. Yoshi, danke für 10 Euro. Danke für den Support. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank, Yoshi. Dankeschön. Vielen Dank, danke Yoshi. Nee, ich dachte, irgendwie die Mischung ist geil, dann dachte ich mir so, oder?
Bis 12 Uhr sind noch 16 Stunden. Bis 0 Uhr. Yoshi, danke für 10 Euro. Danke für den Support auf dich, mein Schatz. Hast du Sinn in meine Kugel gekriegt? Yoshi, ich hab alles. Yoshi, ich hab auch die großen XXL-Packungen. Hab ich alles. Kommen Sie vorbei. Geh nach dem Spiel Moriarty. Genau, das wollte ich machen. Ich wollte erst das und dann Moriarty. Genau. Okay. Wenn es okay ist. Ich dachte, es ist irgendwie nicer. Yoshi, danke für 10 Euro. Nathalie, danke für 14. Vielen Dank, Michael. Dankeschön. Herzlich willkommen. Gut, Mama. Also, Chat, wir müssen uns heute um die Kunden kümmern. Littest du auch? Jetzt nicht denken, nein, littest du auch. So. Um die Kunden kümmern, wir müssen die Regale auffüllen. Das macht der Yoshi bitte Gang 3. Monk de Honk, du bist bei den Zahnbürsten eingestellt. So. Den Müll raustragen, aufwischen und das Badezimmer aufwaschen. Ja, Badezimmer aufwaschen macht heute das Schlimmste. Das macht die Sirenophant. Keine Sorge about doing the other stuff in There is a Customer. Was? Ich mache mit Google Lenses einfach. Wer hat seinen Hund freigelassen? So, warte mal. So. Also, Chat, ich mache. Warte mal hier so. Machen Sie sich keine Gedanken über die anderen Dinge, wenn ein Kunde da ist. Die meisten Aufgaben sind durch Drücken von E erledigt. Werfen Sie das verdammte. Also den verdammten Besenmob nicht einfach in den Schrank. Wie letztes Mal, denken Sie daran, erst die Pumpe, dann das Fahrzeug und dann mit den Kunden sprechen, wenn er es möchte. Machen Sie es nicht komisch. Remember, pump first, then vehicle. Achso, ah. Okay, okay. Okay, gut, wir gehen. Close. Wer war das denn? Wer war denn der Alte? Klingt irgendwie wirkt irgendwie so, als würde da gerade ein Kunde kommen, der Benzin braucht. Wer war? Alter, ja, ich komm doch schon! Meine Güte, haben die's alle eilig, Juli! Was macht denn der Monk im Spiel? Hier, auf! Hallo, wer braucht denn Benzin? Wo ist dieser alte Mann hin? Hallo, wer sind Sie denn? Monk? Ja? Nein, du gehst jetzt nicht zu mir rein. Du machst mal wieder eine totale Unordnung bei mir. Sie haben ein Tankstellenverbot. Hören Sie auf, mit mir rumzuschleichen, Sie verwirrter alter Mann. Moment, Entschuldigung. Hallo, Kunde, Putzi ist hier. Hallo, hey, hallo. MC Rocky, was kann ich für dich tun? MC Rocky, hallo mein Schatz, wie geht's? Willst du nicht mit mir reden? Was muss ich jetzt machen? Muss ich tanken? Tank ich gerade? Tank ich schon? Tank ich? Nee. Der arme Opa. Ah, time to fill up the car. Ah, so MC Rocky, machen wir mal voll. Super Plus Ultra Special mit Nitro-Entspritzung, geil? Na klar. Pass dich auf. Rocky, kommen Sie gut nach Hause? Tschüss. Nicht, ich stehe nur so rum. Rocky. Das ist schon wieder der komische alte Mann. Und er riecht so komisch nach Zwiebel. Bleiben Sie ja draußen! Gut, Regale einsortieren, Marie Detri. Komm. Wo sind die Regale? Wo ist denn mein Lager? Warte mal, ist da mein Lager da hinten? Was ist das denn? Ah, ja gut, dreckig ist. Wir haben überall Mäuse, wir haben überall Ratten. Achso, warte mal, ich soll die Ratten entfernen. Ach so, der alte Mann ist unter. Oh, Jonas, den frech Schwein, du. Ah, hier. Wieder eine Ratte. Weg mit den Mäusen hier da. Wir haben kein Rattenproblem. Nein, das haben wir nicht. So. Okay, da auch nicht. Viking, komm schnell in den Karton rein und du entsorgst das dann, ja? Gibt's das der Lenarchen? Die hat nämlich eine Kobra bei sich daheim. Ein paar bisschen Futter geben, ne? So. Gut. Schnell einen. Das ist das Lager. Ah ja. Einmal die Chocopops. 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 Hä, warum liegen die? Die sollen doch stehen. Das ist aber nicht sehr freundlich. Oder ein Katzi.
Sind das nicht Nesquik Schoko? Hä? Ist das nicht Nesquik Schoko Pops oder wie heißen die Dinger? Das ist doch Nesquik! Da steht doch Nestle! Na, mir ist ja wurscht. Mit mir kann man es ja machen. Aber ein bisschen Mine, da muss noch mal drüber, Mine. Das muss noch mal schön chronologisch geschlichtet werden. So, Mei, und nicht schon wieder Rauchepause machen. So. Und Roromeo und Rabbi Dabu Mariko, es wird nicht getratscht während der Arbeitszeit. Wirklich, da muss man immer schauen auf die Leute, gell? Hier. Vögelchen Antonia, nee, die ist brav. Die hat nichts gemacht, die ist brav. Das ist das Center Charger, das Problem, Kind. So, hier, das muss alles schön in Ordnung sein, ja? So, Chilasuna, du kriegst ein lustiges, hier so ein Maskottchenkostümchen und kriegst so einen Pfeil. Ja? Und dann musst du draußen stehen und dann musst du so rumwirbeln und die Leute uns reinholen, ja? So. Und wenn in einer Stunde nicht 20 neue Kunden drin sind, gibt's kein Geld. So, Schudinator. Was machst du? Du kümmerst dich um den Alten da draußen. Tu ein bisschen beruhigen oder weiß ich nicht, tu ihn umarmen. So, warte mal hier. Wo könnte denn das jetzt hin? Schön raus zum Alten Mann, richtig. Slipper Baby Aluminium, wie geht's? Wo könnte denn das hin? Das haben wir neu. Da rennen uns die Kinder die Tür ein. Die fragen die ganze Zeit. Hier, der Josch hat schon gefragt. Habt ihr Zinni Mini Cookie Crisps? Hat er mich gefragt. Aber wo könnte das rein? Wo könnte ich. Hä? Moment, hab ich. Ach so, hey, mit Physik? Ah ja! Hier, Yoshi, deine Zinni Mini Cookie Crisps! Hä, wo könnte das hin? Ich leg's da hin einfach. Scheiß drauf. Kekse. Hat hier, da, das haben wir auch noch. In den Mund. So, super, danke. Yoshi, für dich immer. Yoshi, fang! Bam! Dir gegen den Kopf. Warte mal, wo geht das hin? Da. Nee, oder? Nee, hier. Ah ja, okay, eins habe ich noch. Hä, wo geht das denn hin? Wo geht das hin? Wo haben wir diese Kekse? Da sind die Getränke. Da ist, was auch immer das ist, Choco Pops. Hier? Nee, auch nicht. Hä? Ah, hier! Ah! Ach, toll! Regale wieder voll! Ach, Kunden und Kundinnen glücklich. Das ist halt das Gefühl, eine glückliche Besucher sind mir die Liebsten. Ne? Da schaue ich immer gerne in die strahlenden Gesichter und da sehe ich die Yves Luna. Wer kommt hier? Hallo? Oh, da kommt ein Kunde. Chat, euer bestes Verkäuferlächeln. Hallo! Herr Blümi! Na? Ach, mein erster Kunde heute. Hallo, wie geht's? Guten Abend! Wie geht's Ihnen? Ach, das sind die freundlichen Leute. Guten Abend, wie geht's Ihnen? Ach, mir geht's wunderbar! Wunderbar! Was soll ich Ihnen erzählen? Die Wüvern-Dame ist auch da, die hat ein Kind gekriegt. Super, alles, echt. Super geht's mir. Super gut, mir geht's mir super. Was kann ich Gutes für dich tun? Ah, ich nehme einfach nur ein bisschen Pop und Chips. Davon haben wir genug. Natürlich nichts leichter als das. Dankeschön. Pass heute Abend ein bisschen auf dich auf. Hey, warum? Ja, es ist ein bisschen komische Sachen passieren hier in der Stadt die letzten Tage. Nicht sicher, was hier los ist, aber sei einfach nur vorsichtig. Es ist heute auch Vollmond und da kommen die Verrücktesten alle draußen. Da hat er das Spiel wieder erfolgreich vom Chat gesprochen. Ha? Da hat es das Spiel wieder die Zuschauer und die Zuschauerinnen gelesen. Ha? Da haben wir es doch. Flusentierchen, Antonia, Carina, Lenarchen, Selino, Fan, da haben wir sie wieder. Da hat das Spiel wieder, ne, was heute alles gibt, die Technologie ist, ne, also, da. Ja. Dankeschön für den Tipp.
Aber ich bin's gewohnt. Fahren Sie sicher. Passen Sie auf. Gute Fahrt. Okay, tschüss. Sorceress, hallo. Ich hätte gerne eine Naschtüte für 2 Euro. Black Forest, kriegst eine kleine Tüte. Oh, ich nehme ein paar Kekse. Hasenrani, kommen Sie gerne vorbei. Hasenrani, danke für so eine Pinsel. Vielen Dank, danke schön. Die haben wir selber gebacken, Hasenrani. Hasenrani, bitte. Hier. Hasenrani, ich tüte sie denn ein, so. Bitte schön. It looks like the old man is trying to get inside. I should talk. Der will rein? Der Alte will bei mir rein? Den lassen wir nicht rein, Chat. Den lassen wir nicht rein. Der stellt immer den Wodka aus der... Was wollen Sie? Belästigen Sie mich nicht! Farben Hero, danke für 500. Du darfst mich immer belästigen. Danke, also im Stream. Immer Hallo sagen, so habe ich gemeint. Na, danke für 500, danke schön. Und Mare Polare, danke für 700. Danke euch beiden. Hey, was? Hey, sorry. Hey, es tut mir leid, der Boss sagt, du darfst nicht reinkommen. Herr Black Forest. Ja, sorry, ich kann auch nichts da machen. Regeln sind Regeln. Hier, Blood Lava, Kata, Mr. Red of Co. Hier, eine Banane. Putzi. Der Code ist einfach nur Putzi. P-U-T-Z-I. Und wenn ich dir eine Empfehlung geben kann, bestell dabei, wenn ich dir eine Empfehlung geben kann, nimm nur einen. Protein Bar Deluxe Peanut Butter. Nimm nur einen. Ich habe die ganze Packung, aber wenn, nimm nur einen und die Schokobrezeln. Wenn du noch was brauchst. Und der Code ist einfach nur Putzi. P-U-T-Z-I. Noxik, danke für 500. Vielen Dank. Dankeschön. Und Lynxinchen, danke für den Prime-Sub. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke fürs erste Monat. Ja, ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Ich muss jetzt wieder gehen. Tut mir leid. Was der Alkohol aus einem Menschen macht. What the fuck? Ein Polizist! Ein Polizist, scheiße. Ein Mann des Gesetzes. Moment, ich muss... Ein Mann des Gesetzes. Hallo! Himbeerkugeln. Ey, genau, ich wollte nicht... Aber das sind die geilsten. Getrocknete Himbeeren. Das sind die besten. Verdammt, sind die geil, Mann. Was? Haben mit Himbeerkugeln bestellt. Verdammt, sind die geil, Mann. Danke für den Tipp. Sind ein bisschen teuer, aber ultra geil. Kenobi, ich freue mich. Das ist eine der geilsten Süßigkeiten, die ich je gegessen habe. Ohne Scheiß. Kenobi, ich freue mich, dass der schmeckt. Also wer will? Gefriergetrocknete Himbeeren in dunkler Schokolade. Kenobi, ultra nice, oder? Sehr lecker. Ich finde die auch richtig gut. Also wenn ihr Koro bestellen wollt mit dem Code Putzi, kriegt ihr 5%. Ja. Aber die sind sehr, sehr gut. Herr Polizist, schön, dass Sie hier sind. Guten Abend, arbeiten Sie hier? Ja, ich arbeite hier. Ich frage mich nur, ob Sie irgendwas Merkwürdiges die letzten Abende gesehen haben. Nein, eigentlich nichts. Also der alte Mann da draußen, ja. Ach, na gut, okay. Ich will hier, ich schaue nur nach dem Rechten um diese Uhrzeit. Ich kann nicht genau ins Detail gehen, was passiert ist, aber halten Sie einfach nur Ihre Augen offen. Aber, not to worry, you are nothing, we just... machen Sie sich keine Sorgen, wir haben nur ein paar komische Meldungen bekommen, die diese Area, diesen Bereich hier betreffen. Können Sie mir vielleicht erzählen, nach was ich Ausschau halten sollte? Na, kann ich nicht. Polizeiliche Angelegenheiten. Aber wenn Sie irgendwas Abnormales sehen, rufen Sie uns einfach an der Station unten an. Okay, will ich machen. Gute Nacht. Wollen Sie vielleicht noch einen Koro-Proteinriegel haben? Mit Putze für 5%! Tschüss! Ich muss den Mist rausbringen, Chat. Bleibt ihr kurz da drin. Chat, macht jetzt keinen Blödsinn. Ich lasse euch den Laden. Fabian, der Hero. Ohne N am Ende. Nur mit O. Ted, ich trage jetzt den Mist nach draußen mit der Sorceress. Na,
Chat, ihr bleibt, passen wir jetzt kurz auf meinen Laden auf, gell? Blömi, Blömi, du jetzt nicht ratschen schon wieder, gell? So, die Tür ist noch offen. Ja, 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 Chat, ihr müsst ja auch irgendwo rein, ne? Platz, Chat. Narivi! Hier, Antonio, du passt auf, gell? Du passt auf den, du passt auf, dass alle brav sind. So, ich pass auf, naja, weil ich eh gewusst. So, hier, so. Maus schon wieder gefunden. Was ist das da oben? Chatback! Ich glaube, wir haben ein schwarzes Loch hier bei uns heute. Oder sollte es der Vollmond sein? Gehen Sie sofort hier raus! Denn ich hab euch gesagt, habt den Alten im Blick! Oh Mann, hab ich mich erschrocken! Sorceress! Ja, wir beide wollen hier Müll rausbringen. Überall die Ratten! Das ist super. Hey, das Spiel ist super geil! Ich bin echt. Das ist ja super lustig. Das ist super geil, das Spiel, Chat. Bis jetzt finde ich super lustig. Also, ist es nicht. Aber es ist schon irgendwie sehr nice, oder? Hab mir die Hand angehauen, Killer Kid, es tut mir leid. Hey, ich finde das super lustig. Schwarzer Mond. Sag ich doch. Ey, Robby, ich finde es super nice. Robby, sehen wir uns am Freitag. Am Samstag? Mei, sehen wir uns am Samstag? Also ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was am Samstag ist. Samstag ist dieses, hier für alle Leute, die Bock haben, ist Zuschauertreffen. Nämlich eben, ich habe so ein, mein Merch kommt diese Woche. Oh, Merch kommt diese Woche. Mein Merch kommt diese Woche. Und ich habe hier mit der Community machen wir einen Pop-Up-Store in Köln. Ist ein Pop-Up-Store offen. Und ihr müsst keinen Eintritt dafür zahlen. Ihr müsst auch keinen Merch kaufen. Ihr könnt einfach nur so vorbeikommen. Es sind sehr viele von meiner Community, werden dabei sein. Ich werde dabei sein. Das ist in der Pop-Up Köln, Wiesmannstraße 40. Diesen Samstag um circa 13 Uhr bin ich dort. Es geht von 11 bis 18 Uhr. Ich bleibe bis 18 Uhr, aber ich bin circa um 13 Uhr erst dort. Aber wenn ihr wollt, ich bin auf jeden Fall da. Ja, kommt gerne vorbei. Ihr müsst, das ist zum mein Merch, aber ihr müsst doch kein Merch kaufen. Ihr könnt einfach nur so kommen auch. Ja, da habe ich leider meinen Umzug. Ist okay. Der Merch kommt auch online, aber da kann man, da ist es quasi so ein Event, wo ich sein werde. Ja, wo ist Blutnet? Ja, also wenn ihr wollt, hier die Vögel Antone kommt auch. Ero Romeo, ich weiß gar nicht, wer alle kommt, aber einige kommen. Also ich glaube, aber einige kommen, glaube ich. Kann man, der Merch kommt natürlich auch im Shop, der ist nicht nur da, aber es ist nur für die Leute, die auch Bock haben, also das bisschen zu feiern quasi. Ich weiß nicht, ob am selben Tag online kommt oder am Tag vorher oder so. Aber ja, also man kann doch online kaufen, das auch, aber ja. Oh, ein neuer Kunde. Weil ich gerade die Frage zu warten, der Merch kommt doch online, ja, aber er ist auch da, also da bin ich halt direkt dort, so quasi. Ist wie ein Konzert. Kannst auch. Ja, ich komm doch schon! Wieder eine Ratte. Hab den Geburtstag spucke die noch. Ist ja wie gesagt, ist nicht schlimm. Wer hat jetzt da gelaufen? Achso, warte mal draußen wieder. Wer geht dabei zu weg? Ja. Also wie gesagt, ey Mutet. Überlegt euch's gerne. Seid alle gerne eingeladen. Es kostet nichts. Ihr könnt einfach nur herkommen. Könnt ihr auch den Merch vor Ort, können wir Fotos machen, können wir ein bisschen quatschen. Noah wird auch da sein. Kommst du jetzt wirklich, Antonio? Wirklich? Ist das klar? Der Bea, danke für 34 Monate. Dankeschön. Guten Tag, Herr Forrest. Hallo, Herr Forrest. Einmal voll tanken. Aber natürlich sehr gerne. Wo ist denn der Tank bei Ihnen? Hier? Herr Forrest, guten Abend. Hallo, mein Schatz. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen heute? Wie geht's Ihnen heute? Ah, super eigentlich, alles top. Ey, was ist mit diesem komischen Typen, der bei dir im Geschäft rumläuft? Komischer Typ? Ja, als du rausgekommen bist, ist da irgendein komischer Typ sofort in den, hier hinten hat sich reingeschlichen. Ist das ein neuer Mitarbeiter? Nein, ich arbeite heute alleine. Haben's den Monk reingelassen? Ich habe gedacht, er wäre ein bisschen komisch. Er hat sich einfach da hinter dir reingeschlichen. Keine Uniform, nix.
Der ist gerade vorne, er kann dich jetzt nicht mehr attacken. Okay, Paul, tut mir egal, ich freue mich sehr. Bin sehr gespannt. Es sieht ein bisschen komisch und sieht sehr gefährlich aus. Ja, wie auch immer. Es ist ähnlich, weil es ist nicht, ist nicht richtig. Ich sollte nicht meine Nase hier reinstecken in Dinge, die mich nichts angehen. Aber er hat mich ein bisschen flatterig gemacht. Ihr solltet wirklich nicht so Leute wie die einfach reinlassen. Er könnte auch vielleicht ein paar Kunden abschrecken. Ah ja, okay, danke schon. Ich werde mal nachschauen. Na ja, gut, bis dann. Macht es gut. Ich bin mal weg. Tschüss. Wir haben sie jetzt schon wieder reinlassen. Putzi Merchant, ich denke mal nicht. Wer hat denn mein Geschäft geschissen? Ah, der Dominik Toretto! Dominik, danke für 6 Monate. Dankeschön, herzlich willkommen. Wer hat in mein Geschäft geschissen? Ha? Ups oder Periode? Das gerochen hab, weiß ich nicht. Braun ist es. Ich glaube, ersteres. Ja, weil. Wo ist der Dude? Wo ist er? Hä? Putzi sitzt deine Cap schief. Weiß ich nicht, du bist die Erste, die mir das sagt. Ist jetzt gerade? Wer hat in mein Geschäft geschissen? Wo ist er? Wo versteckt man? Ich sollte, glaube ich, erst aufräumen. Was ist, wenn die Kundschaft kommt? Was ist, wenn das Sense Caves Luna, die Khaleesi kommt? Was soll die denken? Die Lenerchen, wenn die Lenerchen dabei ist, ey, wenn man die Popstars, wir haben ja sehr viele Popstars auch im Chat bei uns, ey, unglaublich, also wirklich bei uns hier, zum Beispiel hier, Fabian Hiro, alter Schlagersänger, was ist, wenn die kommen, was ist, wenn die High Society auf einmal bei uns reintritt, der MC Rocky, Bauchtänzer in Duisburg, bekannt in ganz Duisburg, bei uns, Maymay, Kirchenchor, ganz vorne mit dabei, was ist, das sind wirklich die Krassen, ne? Carina, die ist die Tochter von Hans Zimmer, ey, was wirklich, wenn man hier kennt ihr die Vögelchen Antonia? Zweitname Swift. Das ist die Taylor Swift. Ey, wir haben ja alles bei uns. Also wirklich die Premiere, ne? Hier. Hab ich jetzt. Was ist mein, Viking. Viking, der schönste Mann Deutschlands. Also, Leute, bei uns. Wie mache ich das sauber? Also wirklich, bei uns ist ja wirklich. Da alles haben wir hier. Ich hab sie alle bei mir. Ja, ja, ey, du, hier. Zum Beispiel hier auch der Joachim, der Mann mit dem längsten Bart der Welt. Wahnsinn. So, ich hör mal wirklich alle. Weltrekordbrecher. Wolfsblut.net ist Rekordhalter in am längsten. Nee, da, Wolfsblut.net ist Weltrekordhalter an einer fremden Person am längsten ins Ohrläppchen beißen. Über 4 Stunden, bis es sich befreien konnte. Wir haben hier Leute. Das muss bei uns auch aufschauen. Das kannst du nicht so unaufgeräumt sein. Wirklich. Wir können, ich sag dir, wirklich. Dann kam die Polizei und muss aber dann, ey, bis dahin 4 Stunden. Unglaublich, wirklich. Ja. Oder hier, McAllister. Die meisten fremden Leute angespuckt davor von der Straße. Wahnsinn. What the? Du Drecksau. Wer hat mein Chef? Moment! Es ist nur Tomatensoße, die am Boden liegt. Der Besen sollte das alles wieder aufputzen können. Warum ist jetzt einfach bei mir die Tomatensoße am Boden geflogen? Mein Jimmy, du süße Maus, hast du wieder genascht, ja? Okay, das war immer wieder hinter. Da kann man. Hey, halt mal. Was für eine Nachtschicht schon. Hier. So. Machen wir wieder zu. Ja, Applet Lava war halt auch nicht da. Komisch, die ist eigentlich immer da. Der beste Kapuze auf Twitch. Streamclips Shamanist, der ist doch der hübscheste. Streamclips, wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Streamclips, wir haben hier diesen komischen Menschen.
und wir wissen nicht, was wir machen sollen mit ihm. Der schleicht hier rum. Der war in der Mülltonne, hat er gewühlt. Mach wieder zu. Nicht, dass der da reinkommt. Das war gratis Abkühlung. So, warte, was muss ich hier noch machen? Regal habe ich gefüllt. Clean the washroom. Achso, ja, hier. Also, ich muss jetzt nochmal hier. Ja. Ich würde ihm gar nicht so nahe kommen. Nein, ich kenne ihn. Der macht nichts. Der ist unheimlich, ist aber macht nichts. Das ist wirklich. Ist wie der Lost in Bergheim. Unheimlich, aber ein süßer Kerl. Hallo Bergheim, mein Schatz. Wie geht's? Und hallo Blackjack, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Hä, was ist denn? Was ist das? Was liegt da am Boden? Was ist? Der ist halt konsequent inkontinent. Ich sollte das Badezimmer putzen, aber wie? Türlager macht zu. Silver Baby, schon wieder gleich mit mir schreit. Silver Baby, super leid, Chef. Andere Besen, Koks. Toilettenmusik. Vielleicht mit dem Mob. Ich kann nicht nehmen. Leider, ich kann ihn nicht nehmen. Ich dachte auch. Kann ihn leider nicht nehmen. Yukira, danke für 38 Monate. Und Dominik Torrent, danke für 6. Danke euch allen nochmal. Schön, dass du da seid. Ey, oh, da kommt der nächste. An Juli, danke für 13 Monate, an Juli. Dankeschön. Leute, vielen Dank für die ganzen Subs. Ich weiß ja, echt viele Subs. Danke euch allen. Dankeschön. Ja, aber ich habe alles zusammengeräumt, oder? Habe ich irgendwas über. Robbie, habe ich irgendwas übersehen? Hallo, Käferchen. Clean the washroom, wischen, Garbage, ja, ich muss hier clean the washroom, also den Washroom ist ja, ist ja, sweeping time, okay, ich muss noch was aufwischen, aber wo ist jetzt mein Besen? Irgendwas muss noch aufwischen. Was, wo habe ich denn mein Besen gelassen jetzt, shit? Ah, aber, muss ich das da vielleicht? Komm! Okay. Ja, Bathroom. Banshee, danke für den Monat. Vielen Dank. Ja, es geht nicht. Sweeping Time. Ich muss noch irgendwas aufputzen, aber es ist doch alles wieder sauber. Oder draußen noch irgendwas? Da ist doch alles sauber. Brauchst du aber den anderen Besen? Ich kann den nicht nehmen. Also, ich kann den Besen nicht nehmen. Sitze. Ich kann nicht nehmen. Also ich habe E gedrückt. Und wenn ich dort E drücke, kann ich auch nicht. Vielleicht den Rubby, weil die Rubby hat schon mal durchgespielt. Oder muss ich hier irgendwas machen beim Klo? Also wenn ich E drücke, passiert nichts. Vielleicht wenn ich E drücke. Mit dem Besen geht's ja auch nicht. Hallo Käferchen, mein Schatz. Wir haben eine Tankstelle. Es ist ein sehr lustiges Spiel, Käferchen. Ich find's richtig gut. Das ist, wir haben eine Tankstelle und am Abend passiert gerade crazy shit. Das ist ein sehr gutes Spiel. Jede, danke für 6 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Das war der Dreck, ey. Auge blöd, ich sag dir. Schau, es geht nicht. Mods, wisst ihr was? Oder, ey, Gabi Mäkel hab ich jetzt auch schon gespielt. Also ich kann hier. Oder muss ich. Oder muss ich so irgendwie? Nee. Nee, ich kann. Also ich muss irgendwie sau machen, aber ich weiß nicht was. Danke, das ist Dank für 19 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Das Klo muss mit der. I don't know! Also der Besen geht nicht. Ich dachte auch, dass es der ist, aber den kann ich auch nicht nehmen. Gut, ich höre den alten Mann wieder. Den Chat putzt. Ich kann auch mit der Hand nicht auf. Hallo, The 12 Man, hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Aber hier kann ich so drücken, aber. Brauche ich vielleicht eine Box, wo das reingehört? Also wenn ich hinschaue, es sieht echt
Wenn ich hinschaue, dann fühlt sich der Balken. Also vielleicht brauche ich wirklich den Besen dazu? Gabi, danke für 20 Monate! Dankeschön! Wie schnell ging denn die, bitte die Zeit um? Ey, Gabi, wenn man dich liebt! Hä? Gabi, danke für 20 Monate. Vielleicht jetzt? Nee, es geht nicht. Was stand nochmal auf dem Zettel? Dass ich das Badezimmer putzen muss. Du brauchst den Mob. Ehrlich? Nee, und hinten weißt du das hundertprozentig? Für die Flecken im Bad brauchst du den Mob. Aber ich konnte dich aufheben. Den da? Ich kann den nicht aufheben. Ich kann den nicht aufheben. Wenn ich eh... Dann passiert nichts. Kann das sein, das Ding wie gebackt ist oder so? Hallo Lilo, mein Schatz, herzlich willkommen. Ich probiere mal, vielleicht kann ich ihn irgendwie mit dem lösen. Der Mob existiert nicht. Musst du vielleicht was draußen triggern. Kann das sein, dass du den Besen per Aktion wieder zurücksetzen musst? Speichern und laden mal neu probieren. Kann man speichern in dem Spiel? Das ist das Ding. Ich weiß auch nicht. Also. Muss ich irgendwie den wegtriggern so? Ah! Place the broom back in the closet. Okay. Ja, okay. Ich bock dir mein Mischwurm. Ich weiß ja nicht, ob ich. Warte mal. Ah! Nee, geht weiter. Okay. Hallo, Kunde! Hallo! Okay, geht. Ich muss den einfach zurückstellen. Okay, ich muss den zurückstellen. Ah, herzlich willkommen, Nefriteri. Nefriteri, meine Hübsche, was kann ich für dich tun? Guten Abend. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Nix. Ich schau nur. Okay, wenn du was willst, sagst Bescheid, wenn du es brauchst, ich bin da. Es ist nur mein Hobby. Nur schauen. Das ist mein Hobby! Ich schau nur putze! Ah! Das tue ich gerne! Ich schau gerne! Ich schau super gerne putze! Nefriteri, ich hab verstanden! Nefriteri, du. Ja! Okay! Nefriteri, ich hab verstanden! Scheiße! Scheiße, meine Kamera, Nefriteri, warte, ich muss... Nefriteri! Hey, mach mir die Angst. Okay, okay. Hallo, Erik, mein Schatz, wie geht's dir? Okay. Ich mag es einfach nur mal an, in die Tankstelle zu gehen und zu schauen mitten am Abend. Scheiße. Okay. Weißt du, wie du also diese... Kamera, beweg dich nicht, du Arschloch. Kamera! Schau, was die Nefriteri jetzt gemacht hat. Weißt du, ich einfach nur in die Kammer, in die Tankstelle zu schauen, die wo nur ein Mitarbeiter ist, ganz alleine für sich selber und niemand ist da. Die haben wahrscheinlich nicht mal ein Telefon oder sowas, damit die irgendwie um Hilfe rufen können. Oder wenn irgendwas Komisches passiert. Ja, das mache ich nur zum Spaß. Na gut, danke. Wie auch immer, ich hoffe, Sie haben noch einen wunderschönen Abend. Tschüss. Das ist, glaube ich, wirklich der Vollmond. Es ist, glaube ich, wirklich der Vollmond, gell? Ich hätte auch nicht gedacht. Nefriteri, kommen Sie gerne wieder vorbei. Das ist wirklich. Irgendwas ist, glaube ich, vielleicht ist, wenn nicht. Vielleicht blüht irgendwas. Die Pollenallergie, man weiß ja nicht. Tschüss. Gut.
Naja. Gut, das Kiff mal auf. Geht's Ihnen wenigstens gut? Ja. Nee, Friederike. Jederzeit. Naja, man muss auch seine Kunden und seine Kundinnen, man muss die erkennen. Ich kenne die alle. Du, ich kenne die alle. Hier, die Jackie Twee kommt zu mir, seit sie so klein war. So klein war sie, kommt die. Also auch die sehen sie gerade, die war noch, da kenne ich die Mutti, die war im Bauch. Habe ich schon gesagt, hallo Baby. Ich kenne die alle, weißt du, was ich meine? So, ja. Na, ich kenne die alle. Ja. So, Badezimmer. Die Maymay kenne ich auch, seitdem die klein war. Die ist immer mit ihrem Papa gekommen. Dann hat sie mir immer was vorgesungen, fand ich immer schön. Jeden Freitag war das, Freitag 14 Uhr. Nach der Schule ist sie immer zu mir gekommen, die Maymay damals, da war sie so klein und ich dachte, hallo, lieber Pote. Hat sie immer gesungen, da habe ich mir auch immer angehört, hat sie ein Kaugummi gratis bekommen. So war das bei uns, ist ein familiärer Betrieb. Familiärer Betrieb. Das ist wirklich, das ist, oh. Also ich muss hier den Mob holen. Ja, das war bei uns immer schon sehr familiär, die Leute, ne? Das ist ja nicht immer dieselbe Kundschaft, na, auch hier. Die Alexel kommt seit 11 Monaten, jedes Monat kommt die vorbei. Super. Alexel, auch Gabi mit 20 Monaten. Drache des Westens 19. Nie die 6, Panchi 9. Die sind halt immer gern bei die Kunden, die auch gerne gesehen sind bei uns, ne? So. Wagner Woman, hallo mein Hübsche. Wie geht's dir? Die da auch ein Kind bekommen. Ey, war gut, ich bin alle Tage auf der Gamescom, ja. Ja, Lenachin, ja. Putze deine Kamek noch etwas. Ey, die ist doch super. Meine Cam ist super. Oder? So. Drachenschwester kommt seit 37 Monaten zu uns. Ey, die kriegt dann ab und zu auch eine gratis Beefy. Das gibt's bei uns auch, ne? Gratis Beefy gibt's bei uns auch. Na, für die Stammkunden, auch die was bisschen, die was öfter tanken gehen zu uns, die kriegen dann auch mal eine Beefy gratis. Hat er gesagt, bläh? Oh, der ist neu. Hallo Achim, der Reaper, hallo mein Schatz, wie geht's dir? Der war die Hintertür. Slipper Baby, die Hintertür war aber zu. Eigentlich, was soll man davon noch denken? Hallo, jetzt ein. Hat der kriegt einfach nur Bläh? Gut. Ich glaube, ich hätte alles, oder? Hä, was mit dem? Was mit dem denn? Hey, das Spiel ist super geil, Chat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich find's richtig gut. Sarkis, danke für den Wunder. Dankeschön, hallo mein Schatz. Ah, Herr McAllister. McAllister, ja, hallo mein Schatz. Wie geht's, Herr McAllister? Ja, da ist er doch. Schau, wie er grinst. McAllister einmal voll tanken, aber natürlich sehr gerne für den jungen Mann. McAllister. Arsch! Wie, Friederike? Oh, scheiße, warte mal. Time to fit. Warte. I should probably see what the Morin wants to say. Nee, Frederi, danke für 10 Euro, da ist sie wieder! Zu dir, Koro und Holy, gehe ich am liebsten. Schaue, Grenz, hab gerade meine Vorräte von Koro und Holy wieder aufgefüllt, nee, Frederi! Ich hoffe, du hast dir gute Sachen bestellt, danke für 10 Euro! Na, nee, Frederi, du bist immer gern bei uns gesehen. Also, nee, Frederi, meine ich ehrlich, danke für die letzten. Danke schon wieder, wie viel waren das schon wieder? 40 Euro, nee, Frederi! Danke dir, vielen Dank für den Support, nee, Frederi! Küsschen und ich. Dankeschön. Ich freue mich sehr auf dich. Polaris oder Gamescom. Ich weiß nicht wo, aber ich glaube auf einen von mir bist du. Kennt das Spiel? Ey, Lintus, super lustig. Danke fürs Auffüllen, mein Süßer. Kein Problem. Bis später, mein Schätzchen. Na gut, ich hoffe, das war der letzte Kunde für diesen Abend. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Ey, wer ist denn das? Ey, der macht mir den. Mit Jimin! Wer ist denn der? Hallo, Lady Lestreyer. War gerade wieder irgendwo Sommerfest oder so? Ha? Irgendwo Biergarten-Chat? Wenn ich die sauer wisch! Ah, du wirst mir nicht entkommen! Dunia, danke für 4 Monate. Hallo, Nipsche! Putzi endlich mal wieder dabei.
heute Abend sind wir mit dem Umzugsstress. Lieben Dank für die tolle Ablenkung. Danke, du dir, danke für 4 Monate. Ich bin auch schon zweimal umgezogen. Ich weiß, wie das ist. Ey, ich wünsche dir viel Kraft. Danke für 4 Monate. Und ich hoffe, ist nicht zu scheiße. Aber bei dem Wetter ist auch sicher nicht geil, ne? Matt Jimmen! Ich krieg dich! Hat der mir eine Decke angeschissen? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er bloß? Wenn ich den bekomme. Chat, wenn ich den sehe, dann gibt's aber Saures. Hä? Ich keine Ahnung, wo der ist. Wenn ich den sehe, den werde ich mal zur Brust nehmen. Na, wo kommt die Lampe her? Jetzt muss mein Dings wieder abputzen hier, man. Kann ich die Decke oder so? Ja, putzen wir mal lieber mal die Decke. Achso. Lenachi, danke für den Monat. Hey, hallo Twitch Baby, danke schön. Herzlich willkommen, meine Hübsche. Lenachi, auch 9 Monate schon. Vielen Dank. Ich kann dich sehen. Hey! Kumpel, ich stehe direkt vor dir. Ich weiß, dass du dich unter dem Mistkübel Mülleimer versteckst. Ich werde hier nirgendwo hingehen. Jetzt nimm das verdammte Ding vom Kopf. Bläh. Soll ich sie jetzt verprügeln? Ich bin bereit. Wer bist du und warum machst du also diesen Saustall bei uns? Naja, wenn du mir keine Antworten gibst, dann kannst du mir zumindest helfen, mir aufzuräumen. Naja, gut. Na, jetzt reicht's mir. Ich hol den Knoblauch. Achso, weil das ein Vampir ist. Heißt das, du wirst mir jetzt also helfen? Okay, dann mach hier oben sauber. Okay, ich soll als erster die Kartons von der Ich schicke Pickup des Boxes in Octane. Achso, ja. Du schön putzen da oben, ich werde kontrollieren. Ich glaube, es ist Spider, ich glaube, es ist ein Vampir. So, hier. Ich durfte mir alles einräumen. Was der Alkohol aus Menschen macht. Wie gesagt, ne? Einmal zu viel am Bier geschnuppert. Ey, Chat, ich sag's euch. Ich hab am Sonntag war ich mit der Noah am Weinfest Duisburg. Ich hab so einen Likör getrunken und einen Rotwein. Und ich hab den gespürt. Ich hab diesen Likör schon gemerkt. Ich bin wirklich. Also ich wenn ich was trinke, ich schmecke das sofort. Ich merke das sofort. Ich habe diesen Likör, ich habe ein bisschen Schluck, ich habe schon gemerkt, ich halte es nicht aus. So manche Leute können 10 Bier trinken und... Ey, ich schnupper am Likör und bei mir geht's schon ab. Wirklich. Ja, Joachim, ich halte nichts aus. Ich habe wirklich so einen Likör getrunken. Und ich habe das schon gespürt. Ich war mit der Noah am Wochenende beim Weinfest in Duisburg. Das ist einfach nur so Park, so Bierbänke und dann setzt man sich hin und trinkt ein Glas Wein. That's it. Und das ist halt immer sehr nett, weil in Duisburg gibt es immer sehr viele Feste. Und es ist immer super lustig und super nett. Und ich habe halt ein Glas und da sind wir ab und zu so. Und das war am Sonntag. Also das ist auch nur einmal oder zweimal im Jahr oder so. Das ist einfach so ein Straßenfest. Verstehe, ich muss kein Alter zum Kochen vielleicht, aber ey, du, ich halte nichts aus. Kein Schatz. Man sagt ja immer, dass Männer mehr aushalten als Frauen. Dafür spreche ich nicht. Also ich glaube, ich bin eine Frau. Also ich halte nichts aus. So. Super.
Ich bin St. Gina, danke fürs zweite Monat. Danke, Richard. Herzlich willkommen. Bin echt nur, aber brauche diese Amounts. Oh, da kommen bald noch. Ach, Leute. Ach, danke schön. Binsa, da kommen bald noch ein paar neue. Ich freue mich, dass dir die Emotes gefallen. Da kommen noch ein paar neue. Da kommen noch einige neue. Ich kriege auch ein eigenes Winke-Emote jetzt endlich, weil bei mir benutzen die Leute immer von allen anderen Winke-Emotes, weil ich keins habe. Da kommen die jetzt noch. Scheiße hier. Da kommen noch ein paar Winke-Emotes. Ey, Binsa Tina, danke schön fürs zweite Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, aber ich habe keins. Aber ich krieg bald eins. Ja genau, bei mir machen wir viele den Gronkh oder irgendwo andere auch noch. Habe ich nicht nur eine Ehre, aber viele von. Aber ich habe keine Eins. Ich kriege auch mal eins. Ey, Tina, danke fürs zweite Monat. Dankeschön. Und Elmari. Danke für 10 Euro. Danke für den Freund Elmari. Dankeschön. Guten Abend. Bin ich schon zu spät für Motor Assistant? Elmari, wir spielen sie im Anschluss. Du bist genau richtig, aber das Spiel solltest du nicht entgehen lassen. Richtig gutes Spiel. Elmari, danke für 10 Euro. Vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Wo warst du denn, meine Hübsche? Wir spielen noch Motor Assistant. Und Dark Milke, danke für 13 Monate. Hallo, mein Schatz. Herzlich willkommen zurück. Und bald, du alte Wikinger, da ist er doch. Danke für 41 Monate. Ich liebe deine Streams immer noch wie im ersten Tag. Bleib so, wie du bist, denn sonst bist du wunderbar. Na, Baldo. Ach, das bedeutet mir viel, wenn du schon so lange dabei bist und es immer noch geil findest. Ey, Baldo, danke für 41 Monate. Und hallo, Leibniz Fran Norden, du süße Maus. Ah, ja. Bin voll müde, Baldo Long. So. Vampir ist immer noch sehr dreckig da oben. Elmari, wir brauchen Mitarbeitergespräch. Kommst mal vorbei. Du hast dich sauber gemacht? Bläh. Ich hab gedacht, du wirst die Decke putzen. So stelle ich es mal vor, wenn man ein Kind hat, ne? Wenn man so ein Kind hat und das ist so 5 Jahre oder 4 Jahre. Ist ein bisschen so, ne? Oder so stelle ich es mal vor, wenn der Herr Forrest wieder zu lange auf der Weihnachtsfeier war. Ich hab keine Zeit für diese Scheiße. Ich sollte schon lange geschossen haben. Na, okay, dann werde ich wohl selber. Wenn weh, du beißt mich. Dann werde ich wohl selber jetzt sauber machen. Okay, Zeit das Dach. Hör auf, bleib zum. Wo ist er hin? Okay, dann werde ich. Alles muss man selber machen. May, du machst auch noch. Du schaust, dass der Vampir bald rausfliegt, gell? So, hier den Dach, hier so. War mausig links. Hask, mein Schatz. Ah, du hast auch ein Kind. So ist es bei den 9-Jährigen, die ihr Zimmer aufräumen. So. Ey, Gasrad, ich glaub's gerne. Ja, ich glaube, wenn so kleinen, so 4-Jährigen, 5-Jährigen, 6-Jährigen, ey, oder bis 9-Jährigen. Die sind alle so, ne? Ist ja 2. Ach so. Ah, das muss ich gar nicht. Hat dann die Decke geschissen. Ne, erstmal Bier hat oben die Decke dreckig gemacht. Bei 12-Jährigen ist es auch noch so. Ne, ist nicht nur bei 12, ist auch bei 30-Jährigen so. Hä, wo ist der Vampir jetzt hin? Vampir? Kann ich das nicht. Das wird dann wieder schlimmer. Hör auf, bauchfrei zu tragen. Bläh. Wo ist er hier in der Vampir? Gut, dann ist er weg. Aber nur beim Wendern. Ne, ey, du, ganz ehrlich, ja. Ich glaube, so sind nur Männer. Glaube ich schon. Ich bin absolut. Ich glaube, dass Frauen vernünftiger sind als Männer. Das glaube ich schon. Doch, das ist so. Das ist so. Glaube ich schon. Also zumindest bei mir und Noah ist auf jeden Fall so. Definitiv nicht. Ich würde schon definitiv sagen. Ich glaube schon. Die Frauen sind die Schlimmsten. Ich sag nicht, dass sie Engel sind. Ich sag nur, dass sie vernünftiger als Männer sind. Das glaube ich. Ah! Ich habe die unsichtbare Wand. Okay. Wo ist dein Dopin? Ich suche ihn auch gerade. Silke aus D an der E. Danke fürs 13. Monat. Hallo, mein Schatz. Stimmt zum Teil vielleicht. Also wenn ich überlege, wie ich drauf bin, ja, dann Frauen definitiv von dem See. Ich glaube so ein bisschen doof. Komm, ich sage, ein bisschen doof sind wir, glaube ich, alle. Aber ich glaube, vernünftig
glaube ich, schon Frauen schon vernünftiger sind. Janui ist die Erwachsene von euch beiden. Ja, ja, ja. Hä, wo ist er jetzt hin? Ah, hinten ist offen. Nee, ich habe aufgemacht, oder? Soll ich jetzt gehen, oder? Gut, dann schwimmen wir zu. Lenarchen, wir spielen zu. Chat. So, alle jetzt nach Hause. Antonia, Zoriati, Silke, meine Hübsche. Wer will denn vernünftig sein? Da ist er, der Opi. Was muss ich jetzt machen? Warte mal, muss ich jetzt den Mob, warte mal, weil irgendwas wie mit dem Mob auch. Irgendwas wäre, muss ich jetzt mit dem Mob vielleicht? Weil das Badezimmer ist immer noch, nee, geht nicht, oder? Time to scrub the roof, ist das Dach immer noch nicht? Moment, ist immer noch nicht? Mei, mei, Feierabend, du hast noch nicht Feierabend. Achso, wir, ich dachte, du bist noch in der Arbeit. Hä? Aber das Dach ist doch schon jetzt sauber. Oder? Time to scrub the roof steht immer noch. Da muss jetzt Part-Time wortklar sein. Darf ich Überstunden machen, Lenarchen, bei mir immer. Ich glaube, du musst den Besen zurückstellen. I should go to... Ah! Ich sollte schauen, ob der Vampir jetzt endlich mal sauber macht. Hä? Herr Vampir! Da sind sie doch! Lassen Sie mich in Ruhe. Man muss den Besen... Ja, hast recht. Ich dachte, du gehst jetzt, du wirst jetzt helfen. Blö, blö. Wow, was für eine Motivationsansprache. Könntest du mir bitte mehr Motivation, könntest du mir wenigstens Motivation geben, als dass du den Platz hier, sauber machst? Er macht jetzt Motivation. Gehen Sie sofort! Also jetzt kommt die Motivation, Chat! Ja! Motivationsansprache, Chat! Ja! Hey, kommen Sie sofort hier runter! Ba, 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 ba. Wunderbar! Motivation, ey, Peter, ich bin drin! Na gut, ich sollte jetzt den Mob holen. Achso, okay, gut. Dann hole ich jetzt den Mob. Der macht mir alles dreckig, Chat! Okay, ja. Achso, ja, jetzt sollte ich hier. Du könntest dich wenigstens nützlich machen, auf! Okay. Bin motiviert, jetzt kommt gleich der Moonwalk. Sauer machen hier. So, hier, was die. Der Arktos hat ja wieder ein bisschen viel Skro verwüstet. Julichan, danke für 5 Euro. Bläh, 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 bläh. Julichan, danke für den Beitrag. Vielen Dank für 5 Euro. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Dankeschön. Wo ist er hin? Ich sollte mit dem Vampir reden, bevor ich gehe. Juli-chan, danke für 5 Euro, danke für den Support, dankeschön. Freut mich, dass es dir gefällt. Juli-chan, für die 5 Euro. Juli-chan hier, weil ich an der Tankstelle arbeite. Gibt es ein paar Cashewkerne. Juli-chan, bitteschön, Cashewkerne. So, ja. So. Und eine Packung Kaugummi. Bip, bitteschön, Juli-chan, danke für 5 Euro, vielen Dank. Lass es schmecken, kommen Sie wieder vorbei. Hallo, Tragedietane, mein Hübsch, wie geht's dir? Lecker, Antonia, komm vorbei. Gut, Mr. Vampir. That's it. Also, ja, wir sind hier fertig. Ich habe alles sauber gemacht. Blip, blip, blip. Ja? Ha, ach, sag, was du nicht sagst. Weißt du, du bist gar nicht so schlecht. Blip, blip, blip. Sap, 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 sap. Naja, du hast vielleicht nicht geholfen, sauber zu machen. Blip. Und du hast viel Stuff umgeworfen und dreckig gemacht. Und du hast all den Dreck reingetragen. Ja, hast du? Ja, der Dreck, das warst nicht du? Blö. Das war nicht er?
Hä? Na gut, okay. Wie auch immer. Es war schön, mit dir abzuhängen. Hat diesen einsamen Job schneller vorbeiziehen lassen. Okay. Blö, blö, blö. Gut, tschüss. Naja, gut, okay, dann bist. Los geht's. Ich mach hier zu. Blö, blö, blö. Ich späh hier zu. Was? You say you want. Du sagst, du willst hier drinnen warten, weil du findest es nicht so gut, wenn draußen Vollmond ist. Und das macht dir Schmerzen, wenn du dann quasi draußen bist. And it causes you pain. Also, ja, weil der Vollmond kriegt ja Schmerzen. Hey, soll der nicht die Werwölfe kommen? You then started explaining the law of your people, but said. Achso, und dann hast du angefangen, die Geschichte über deine Vampirfreunde zu erzählen. Und aber hast dann erzählt, dass es zu lange ist und dann hast du auf einmal aufgehört. Blö. Ah, okay. Ha, verstehe. Na, okay, ich hoffe, wir sehen dich mal wieder. Blö, ah? Blö. Okay, tschüss. Blö, blö. Achso, ja, er will hier drin bleiben. Okay, gut, dann geh nicht raus, weil morgen ist Sonnenlicht. Black Desire, danke für 40 Monate, hallo, mein Charles. Und danke, Alejandro Flamenco. Danke fürs Zeit, herzlich willkommen. Dankeschön, herzlich willkommen zurück, ihr Süßen. So. Tschüss. Oh. Blö. Blö, blö, blö. Blö, blö, blö. Ah! Du Drecksau! Ein Vendai gibt's nicht! Nein, Vampir! Hilf mir! Nein! Vampir, hilf mir! Nein! Vampir! Ich muss den Vampir zurubeln mit Spacebar. Nur die Freundschaft, nur die Power der Freundschaft wird uns helfen. Yeah. Ich juble ihm an. Ja. Oh, shit. Vampir. Gib ihm. Ja. Heimende rein. Geil. Herr Vampir, Sie haben mich gerettet! Herr Vampir, Sie haben mich gerettet! Wie kann ich Ihnen jemals danken? Ich sollte den Vampir Danke sagen. Wow, du hast mich gerettet! Hey, der Vampir, ich dachte, er ist böse, aber er war ja eigentlich ganz gut. Du hast mich gerettet! Blö, blö, blö. Ja. Okay, hier. Komm, mach! Nimm einen Schluck! Oh, naja, vielleicht bist du gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Blö. Blö, 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 blö. Blö, 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 blö. Ja? Warte. Du bist nur in die... du sagst gerade, du bist nur in die... zur Tankstelle gegangen, um den Werwolf zu jagen? Blö. Oh. Und du hast mich... Und du hast mich nur als Köder benutzt, sodass der Werwolf sein wahres Ich zeigt? Blö, blö, blö. Von Anfang an durchgeplant, die Sau. Aber die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, hat dir gezeigt, was wahre Freundschaft bedeutet? Blö. Oh, wow. Ich glaube, die Power der Freundschaft kann wirklich alles Böse zerstören in dieser Welt, hä? Du und der Vampir sind beste Freunde gekommen und in auf die Kenninsel gezogen, in der Cosmic Revenge Snake Bar und in der Open Weekend of Action Just a Business Week is done to take up my God's camp. We are realist, everything, every time the drum is against the up to your sixes, man. Chip. Hey. Okay. Okay. Ich kann noch rumlaufen. Oh. Also, am Ende stand da noch, wir haben uns zusammen auf eine kleine Insel, haben dort eine kleine Bar aufgemacht, sind dort gescammt worden und nach 6 Monaten musste ich dann doch wieder in die Tankstelle zurück. Aber was für eine Journey!
Da war ja alles dabei. Ey, was für ein geiles Spiel. Ich bin sehr froh, dass wir das gespielt haben. Das war ja wunderbar. Das war ja super. Oh, ich fand das richtig... Das hat ja auch Spaß gemacht. Also, das ist wirklich gut gewesen. Das war wirklich lustig, weil es hatte auch Jumpscares. Also, es hatte auch Jumpscares. Ich fand es super lustig. Es hat mir echt gut gefallen. Chat, das war ja super nice.